Also, weil ich weiß, bei mir hat die Schwangerschaft 18 Jahre gedauert. Lag aber einfach nur dran, weil ich keinen Bock hatte. Ich habe mir so gedacht, ja komm, ich bin jetzt 18, jetzt kann ich langsam doch mal raus aus der Höhle, ne? Und selber mal ein bisschen die Welt, die große Welt erforschen, ne? Also ich muss ja sagen, ich habe ja wirklich schon wenig IQ, ne? Aber wenn ich die Bild lese, ne, da schrumpft mein IQ. Nee. Komplett, ne? Also wirklich komplett. Da habe ich gar keinen IQ mehr. Also genau die richtige Zeitung. Hallo Leute, herzlich willkommen zu einem neuen Video auf unserem Kanal. Wir sind heute nochmal bei Luisella in Essen zu Besuch und machen eine kleine Drink-and-Talk-Runde über Gott und die Welt. Nein, Gott und die Welt. Ja, und unterhalten die Welt, versteht ihr? Nachrichten. Die Welt. Was machen Sachen? Ja, was machen Sachen? Das Wetter Sachen draußen machen ist Sachen, warm. die Sachen Und mein machen. ganzer Flur stand heute unter Wasser. Das ist wirklich so. Also das ist jetzt an dem Tag, wo ihr das vermutlich seht, nicht ganz aktuell. Das ist heute passiert und das fünfte Mal, dass meine Terrassentüren im Wasser nicht standgehalten haben. Ich hatte das letztes Jahr schon viermal und dieses Jahr ist es auch schon mal einmal passiert. Ich kann ja gerne, wenn ihr das sehen wollt, mal ein Video davon einbauen. Um Gottes Willen, das ist aber ordentlich. Das war alles voll. Mein, alles voll. Meine Wasser. Also ich hatte das schon mal, ne? Man kennt's, ne? Man guckt sich einen Film an und denkt sich so, warum kommt denn jetzt gerade Wasser von Bad, ne? Ist ja irgendwie komisch. Oh, da hat wohl die Waschmaschine den Fehler gehabt, ne? Und Scheiße, ne? Bin dann ins Bad reingerannt. Wir haben im Bad so eine kleine Stufe, ne? Also, ne? So hoch stand auch das Wasser und das ist ja schon übergeschwappt, ne? War jetzt unangenehm. War auch sehr kalt und das muss er nicht unbedingt nochmal haben, ne? Den muss er nicht unbedingt nochmal haben. Bestellung, Wasserbestellung war von Wasser? Ja, ich bestell Wasser. Und meine und neuen von Sachen Wasser? Von Westwing, alles voller Wasser. Ja, nein, also ihr müsst euch das so denken, das Wasser, das ist nass geworden, weil... Das Wasser ist das war nass geworden. Karton drinne, der aus Pappe bestand. Ja, das haben Kartons meistens so an sich. Ja, und da, wo ich meine neue Wäsche bestellt habe, das war auch nass. Das ist eine Scheiße. Und was war so bei dir die letzten Tage? Ich habe viel geschlafen. Und ich habe mich zugeschüttet. Ich habe auch mich viel zugeschüttet, aber ich habe nicht geschlafen. Nur wenig. Ich habe beim Umzug im Osten geholfen. Da war ich dich. Mein lieber Mann, das war schon toll. Ich bin sogar im Badezimmer hingeflogen. Gastfreundlichkeit. Ja, jetzt sag mal was Natürliches. Hast du dich in der Uniklinik schon mal mit Kalkibakterien angesteckt? Nein. Langweilig. Ich weiß gar nicht, ob das so drüben auch so normal ist, ne? Bei uns im Osten, man hilft sich so beim Umzug. Und derjenige, der halt umziehen muss, der holt dann meistens schon mal vorsorglich 30 Kästen, ne? Der kauft dann den Laden leer. Ne? Das ist bei uns so Was normal. anderes? Ja, also in einem gewissen Grad, Prost. Ein gewissen Grad an E. coli Bakterien ist ja auch gar nicht schlecht. Okay, also das heißt, wenn man das so ein bisschen an sich hat, ist das nicht Das ist schlimm? normal. Ach so. Ich hab dem Gehirn. Aber ich dachte, die kommen aus einer anderen Körperstelle, nicht aus dem Gehirn. Ja. Ich hab die trotzdem im Gehirn. Oh oh. Ja, an der anderen Körperstelle sind sie zu einem gewissen Maße normal. Haben wir in unserem Praktikumstag in der Helios-Klinik in Berlin Buch gelernt, weil E. coli-Bakterien leben im Arsch. So, das war's für heute. Hast du eigentlich von Richtige so Arschlöcher sind das. Richtige Arschlöcher. Machen oder, ich meine, so ein paar Reisen da ist das hier. Oder sowas ähnliches. Oder warst du schon? Nee, ich war noch nicht. Aber ich habe ja dieses Jahr mein zweites Staatsexamen. Und werde den ganzen Sommer am Schreibtisch verbringen. Haha! Ja! Haha, du fährst dich in Urlaub, aber dafür wirst du später eine gute Zukunft haben als Akademikerin. Ja, erstmal auslachen, weißt du? Ja, Stella hat ja, danach erstmal keine Probleme. Oh. Genau, sonst ist aber noch nichts geplant. Hast du denn auch ein paar Reisen geplant? Also ich habe tatsächlich heute ganz spontan... Also meine Reisen, ich habe so schon mal überlegt, so, was man Sommer so mit Frau schon machen kann. Also... Schön wär's, ich wollte schon mal Richtung Kühlschrank laufen. Bisschen öfters, ne? Und, naja, so. Vielleicht auch mal so die Couch so mal ein bisschen. Bisschen mehr begut. Ach nee, ohne Spaß jetzt. Also, wir haben zwar was geplant, aber das klappt scheinbar nicht mit unserem Urlaub. Das ist ein bisschen doof, weil, wenn beide Parteien unterschiedlich Urlaub haben, ist es dann schwierig, dann den Urlaub zu fahren. Oder jeder fährt einzeln für sich. Ist eigentlich schöner, ne? Ja, nee, das machen wir so. Überlegt, ob ich morgen für 2 Tage nach Athen fahre. Oder nach Litauen. Raus! 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 Raus!
Raus! Hör auf, mich nachzumachen. Ich hab dich vorgemacht. Würdest du dich interessieren, nach Estland zu fahren? Nach Estland? Ja. Boah, da habe ich mir noch nie Gedanken darüber gemacht. Ich war ganz oft. Ich wollte ja diesen Monat dahin fahren mit der Fähre, aber das wurde gestrichen, weil die fahren jetzt da nicht mehr entlang. Oh. Von Stockholm nach Tallinn. Ah. Tim, wir können beide nicht lesen. Tu es wieder weg. Sind da Bilder drin? Ja, ich dachte als kleine Inspiration, was wir die letzten Tage bei uns haben. Ja, Tim möchte unbedingt die Videos von Julians Blog kopieren. Dann tun wir ihm den Gefallen. Freizeitstars. Kennst du hier von jemandem? Helene Fischer. Und das ist auch Helene Fischer. Ist das auch Helene Fischer? Das ist auch Helene Fischer. Das sind alle Helene Fischer. Und das ist Helene Fischer in 40 Jahren. Und das ist Helene Fischer in 50 Jahren. Ah. Das ist auch Helene Fischer. Und das? Mit diesen Tipps kann der Sommer kommen. Guckt euch mal zum Beispiel Sarah Connor an. Ne? Ich habe die... Beim letzten Mal, das war Joko und Klaas hier mit dem Battle hier, wo die singen müssen, ne? Und dann den Refrain, also richtig einsetzen müssen. Ich dachte so, zuerst so, ist das eine tagesaktuelle Sendung? Also wurde die jetzt erst wirklich vor ein paar Monaten aufgenommen? So, ich musste erstmal googeln, so, oder ist das eine Sendung vor 30 Jahren? So, hab mich einmal gewundert, so, ne? Selber Connor, die wird ja immer jünger, die wird echt immer jünger, die wird immer jünger. Weißt du, dann komm ich so und, ja, Rücken tut weh, ersten Falten, denkt man sich so, irgendwas macht man falsch. Ne? Verpiss dich, Sommer. Das können wir nachstellen. Hier liegt ja echt ein Maßband rum. Mhm, ja. Aber vom Stricken. Vom Stricken? Mhm. Patricia, mit der sind wir befreundet. Wer ist das? Meine Mutter. Ach, glaubst du an Sternzeichen? Wir sind ja beide Zwillinge, ne? Ja. Du hast ja am 3.6. Geburtstag und ich habe am 6.6. Geburtstag. Am 6. Geburtstag? Das stimmt. Also bei unserem Sternzeichen, wer sich nach Abwechslung in der Beziehung sehnt, sollte nun selbst die Initiative ergreifen, anstatt auf den Partner zu hoffen. Machen Sie einfach ein paar Vorschläge, Ihr Schatz. Ja, also, ich bin zwar kein Zwilling, aber um euch das mal so ein bisschen zu zeigen, wie man abwechslungsreich mal mit eine Beziehung gestalten kann. Wenn Frau schon zu euch kommt und sagt, ja, ich würde gerne in den Urlaub fahren, am Wochenende, dann sagst du, ja, mach das, ich bleib hier und grill mit meinen Jungs. Nee, ich will dich mitnehmen, sagst du. Nur klar, wenn du mir 30 Flachmänner gibst, dann können wir gerne drüber reden, ne? Also, das ist so meine Planung. Man muss ein bisschen abwechslungsreich sein. Man kann ja dann so, der eine Person fährt in Urlaub, die andere Person kann dann die Sonne genießen und die Ruhe erstmal genießen für so ein paar Tage. Ist ja auch schön, ne? Ist auch ein sehr schöner Klang, ne? Schon mitziehen. Nur Mut, es wird sich lohnen. Warum haben die denn nicht geschrieben, nur Mut, es wird gut? Leck mich doch. Oh, Beruf und Geld. Eins davon habe ich sogar ein bisschen. Ich habe ein bisschen Beruf. Das Zauberwort ist ein bisschen Beruf, habe ich auch. Teamwork. Deswegen habe ich ja auch einen stellvertretenden Geschäftsführer. Der ist so unwichtig, dass er in diesem Video gar nicht vor der Kamera sitzt. Dabei können Sie nicht nur durch kreative Ideen, sondern auch durch größenwahnsinnige, kranke Pläne ganze Welt verobern. Dadurch können Sie nicht nur durch kreative Ideen, sondern auch durch Ihre Führungsqualitäten überzeugen. Im Wasser können Sie am besten entspannen und abschalten. Ach, das hast du doch heute schon gemacht. Ja, wie ich gerade erwähnt habe. Im Wasser kann man abschalten. Das ist halt nur doof, wenn man nicht Schwimmer ist, ne? Ja, das steht im Horoskop. Jetzt schaltet doch mal ab. Ich kann aber nicht schwimmen. Ist mir scheißegal. Rein mit dir. Mir im Flur war Wasser. Konntest du gut abschalten? Nein, ich habe in dem Moment nicht abgeschaltet, wo bei mir Titanic Teil 2 war. Also, weil wenn man das auf DVD hatte, waren es immer zwei CDs und in der zweiten geht die halt unter. Deswegen meine ich das. Naja, auf jeden Fall war ich beruhigt in dem Moment. Glaubst du eigentlich an Sternzeichen? Nee. Ich auch nicht. Aber man sagt ja über Zwillinge, dass die zwei Gesichter haben. Würdest du das so über dich selber auch sagen? Weil ich würde schon sagen, sag Gisela und Jan. Alle Tourette bekommen? Ja, alle Zwillinge haben Tourette. Alle. Boah, stellt euch mal vor, Tourette kann Tourette bekommen. Also die Gisela kriegt jetzt Tourette. Boah, das wäre. Boah, Brainfuck. Aber auch jeder Tourette-Patient ist Zwilling. Du wirst automatisch in einem anderen Monat geboren. Automatisch. Dann dauert die Schwangerschaft auch schon mal 12 Monate. 12 Monate, 36 Wochen? Nein, eine Schwangerschaft dauert 9 Monate. Weil ich früher in Bio in deiner Klasse so ein Brain drinne, das gesagt hat, die Schwangerschaft dauert beim Menschen irgendwie 2 Jahre. Ja, oder eine Woche. Eine Woche. Also, weil ich weiß, bei mir hat die Schwangerschaft 18 Jahre gedauert. Lag aber einfach nur dran, weil ich keinen Bock hatte. Ich habe mir so gedacht, ja komm, ich bin jetzt 18, jetzt kann ich langsam doch mal raus aus der Höhle, ne? Und selber mal ein bisschen die Welt, die große Welt erforschen, ne? Oh Gott. Chillig. Hör auf zu essen. Bist du in der Schule wieder angekommen gerade, oder was? Ja, ja, die Schulzeit. Seid ihr eigentlich zusammen? Ja, deswegen habe ich auch das als erstes mit Liebe und Partnerschaft vorgelesen. Nicht, weil das ganz oben stand? Das ist eigentlich eine Beleidigung gewesen. Glaubst du wirklich, ich würde mit so jemand ausgehen? Das ist ja sicherlich. Ein bisschen Selbstwertgefühl habe ich auch. Hallo Marion.
Geht es dir? Ja, das ist meine Mutter. Sie steht jetzt endlich zu ihrer natürlichen Haarfarbe. Und zu ihrem natürlichen Geschlecht. Das ist auch Marion. Rettungsaktion nach zu viel Glühwein. Das bin ich an Weihnachten. Dann ging nichts mehr. Das bin auch ich an Weihnachten. Er hatte nur noch einen Wunsch. Das ja. Bin ich jeden Tag. Noch mehr Glühwein. Zu viel Alkohol von Freunden gerettet werden? Ist mir noch nie passiert. Ich glaube, der hat einfach zu viel Alkohol getrunken. Ja, bei mir ist Glühwein nicht gut. Ich habe es einmal zu viel getrunken, oben auf einem Berg in Österreich. Da haben sie mich runterholen müssen. Ich werde nichts sagen, aber wie uninteressant kann so eine scheiß Zeitung sein? Das juckt niemanden, wirklich niemanden. Die machen dann immer so ein Fass auf, oh, ein Star, zu viel getrunken, so, ja, dann, keine Ahnung, nüchter dich aus. So, du hast ein bisschen Alkohol im Blut, dann geh halt nach Hause, schlaf, Mensch, du wirst nicht sterben. Wie bitte? So eine Geschichte kennen wir vom ehemaligen Kugelstoßer gar nicht. Der ist Kugelstoßer gewesen? Ich dachte, Howard Carpendale war ein Sänger. Ich auch. Das Thema Alkohol ist im Hause Carpendale kritisch. Ehefrau Denise trinkt nicht mehr und der Sänger verträgt nichts. Das ist seine Ehefrau. Howards Frau Denise litt jahrelang in einer Alkoholsucht. Mein Sturmgewehr liegt unter dem Bett. Also ich kann ja wirklich verstehen, ne? Also wie ihr wisst, ich trinke ja wirklich, ich habe seit einem Jahr keinen Alkohol mehr angefasst. Aber ich verstehe das, wenn man heutzutage die Preise sieht, ne? Da würde ich auch gerne in so einer Traumwelt sein, ne? Also würde ich auch gerne so einen Flachmann mir reinexen und irgendwie mir was anderes vorstellen wollen, ne? Ich habe so manchmal das Gefühl, gerade wenn ich so einkaufen bin, ob die das Preisschild vielleicht umgedreht haben, irgendwie, dass da, ne? Habe ich letztes Mal einen Verkäufer gefragt, so, haben sie das Preisschild umgedreht oder wie jetzt? Nee, das ist schon der Verkaufspreis. Dann habe ich gesagt, na, okay. So, wie soll ich dann diesen Monat Miete bezahlen? Das ist halt wirklich so, wenn man überlegt, so die Sachen, die ich damals so, Kühlschrank ist gerammelte voll, aber dafür, für den ganzen Kühlschrank habe ich vor dem Krieg und vor Corona, vor der Inflation und sowas, wenn ich überlege, so vor 10 Jahren hat man für einen halben Einkauf irgendwie 40 Euro bezahlt. Jetzt kriege ich immer einen Schock, 80 Euro, 90 Euro, Zahlen steigen, gucke ich noch auf den Kassenzettel, weil ich hatte irgendwie 50 Mal irgendwie Cola mit aufgeschrieben. Das ist nicht auch schön. Eine Geschichte von mir. Und rechts daneben war Werbung, wo stand, dass ihre Halskette in 100 Sprachen ich liebe dich sagen kann. Also, Tim hat noch eine Zeitung mitgebracht und das ist ein Sportbild. Pokal total. Ach so. Wir sind die Fans von Rot. Was essen? Zahlen, Fakten, Emotionen. Alles zum Finale Freiburg gegen Leipzig. Der große Antivirus-Test, Technik für den Garten. Okay, dann gucken wir mal, was der Sport so macht. Also. Ach, hier sind ja Autos, hä? Sport, also. Ach, nee. Auf der Wiese. Moment. Hä, wird das noch mehr Autos? Ist das nicht Sport? Oder Sport wäre. Hä? Es reicht jetzt. Jetzt kommen hier die Wohnmobile. Jetzt kommen die E-Autos. Jetzt kommen Gartenwerbung. Was hat denn das mit Sport zu tun? Frauenfußball interessiert nicht. Ach ja, das stimmt auch. Aber es ist. Ah ja, Fußball. Und der spielt auch. Stimmt auch. Nein, also ich habe dem jetzt nicht zugestanden. Nee, ich habe nur gedacht, ich spiele Tennis, aber das ist Fußball und noch Tennis. Okay, das war interessant, danke dir. Tim fährt ja zu den Köln-Spielen immer sehr begeistert hin. Ich hab immer und kommt sehr bedröppelt zurück. Er geht schon voll hin und er kommt noch voller und dann bedröppelt zurück. Oh. Weil so wie ich das erfahren habe durch Tim, ist der FC Köln leider nicht sehr gut. Das weiß ich auch. Das stimmt überhaupt nicht. Das stimmt schon. Wir sind im Europapokal. Ach, haben die es geschafft? Ich dachte, Köln hat jetzt wieder verloren. Ja, aber wir sind in die Conference League vom Europapokal gekommen. Warte. Ja. Ist das die Champions League? Das ist der Herr Bundeskanzler. Wir sagen Bundeskanzlerin. Das sagen wir jetzt schon so lange, das bleibt jetzt auch so. Okay, du hast recht. Rückenschmerzen dauerhaft lindern. Eine der häufigsten Ursachen wird oft nicht erkannt. Es zieht immer wieder Nacken oder Schmerzen im Rücken. Dahinter stecken wahrscheinlich gereizte oder geschädigte Nerven. Ach was, tatsächlich. Ach nee, wow. Tornado. Und wir hatten jetzt gerade Landtagswahlen hier bei uns in NRW. Hast du auch mitgewählt? Ich habe auch mitgewählt. Die AfD hatte 6% in NRW. Ach, das ist ja Bildnief. Ach, das ist ja die Bild. Aber ich glaube die AfD, wenn ich das richtig gesehen habe, ich habe es nur ganz kurz angeguckt, ich glaube, die AfD hat zum Glück, glaube ich, sogar ein bisschen verloren, weil es das Einzige, was ich so ein bisschen, naja, fand, dass die Grünen da ein bisschen größer geworden sind. Habe ich mich gefreut, du. Da habe ich gedacht, ja, schön. So. Muss mal gucken, ne, wann ich das nächste Mal hier irgendwie ausziehen kann aus dem Land, ne? Seid ihr Bildleser? Natürlich. Weißt du, warum man solche Zeichen liebt?
Die hat Seitenzahlen. Ich lebe im 21. Jahrhundert. Deine Mutter, Helene Fischer? Ja. Goldfisch aus Kläranlage geangelt. Jetzt heißt er Klärchen. Da war Goldi. Hab den auf mein Toastbrot geschmiert, ne? Und dann wollte ich gerade reinbeißen, ne? War nebenbei beschäftigt, die Wand anzugucken und da war Goldi weg. Oh, naja, gut. Das ist ja ein schöneres Leben. Findest du mal schön, wenn es nicht Schlimmeres zu berichten gibt? Ja, du fettes Kind! Oh. Gemeine Diebe haben meinen Bund. Da gibt's Oliven für 1,99. Tim, wir müssen los. Die passen super zum Wein, den ich jeden Abend nicht trinke. Wir sehen. Boah. Seid ihr eigentlich auch solche Leute, die da kenne ich ja übelst viele, auch übelst viele Arbeitskollegen, die kamen 1000 Prospekte und überall, wo das 30, 40 Cent billiger ist, gehen die Fanny dann dahin. Also es gibt wirklich Leute, die machen den ganzen Tag nichts anderes, außer einkaufen. Ne? Da ist es 30 Cent billiger, fahren sie wieder zurück, da ist es 30 Cent billiger, fahren sie wieder zurück, dann fahren sie in den Laden, dann fahren sie in den Laden, dann fahren sie in den Laden. Ich wollte nur kontrollieren, ob Störstoffe wie Plastik oder Abfall im Rechen sind, erzählt Thomas Treintel, Abwassermeister in der Kläranlage in Schilling in Bayern. Aus der Brühe blickten ihn zwei Augen an. Für mich war klar, das ist ein Goldfisch. Der muss raus aus dem Abwasser. Wie geriet der Fisch in die Kläranlage? Ja, ich will da sein. Er könnte durchs Abflussrohr eines Gartenteiches geflutscht sein oder sein Ex-Besitzer entsorgte ihn im Klo. Oh mein Gott, das ist voll gemein, das macht man nicht. Alle, die das mit ihren Fischen machen, ich hoffe, das wird euch auch passieren. Er hat Klärchen vom Ertrinken gerettet. Und jetzt lebt Klärchen wieder weiter. Also nein, ich wurde auf der Toilette. Wenn ich Katzen habe, würde ich mir in der Kombination nicht neu holen. Wie ist schon passiert? Und damit war es das auch wieder. Weil meine Mutter dachte die ganze Zeit, Magen ist so dick. Ich war jetzt auch schon lange nicht mehr auf Toilette und dann kam ich so blub raus. Da war ich auf einmal da. Wieder für heute. Ach, ich war schwanger. Ups. Ja, interessant. Da waren so faszinierende Sachen wie die Sternzeichen-Thematik. Also, ich bin ja absolut der größte Fan davon. Wirklich, ich kenne wirklich Arbeitskolleginnen, ne? Grüße gehen raus, falls ihr irgendwann das Video mal sehen solltet. Aber die kriegen noch nicht mal einen PC an. die quatschen manchmal so in der Pause, so von wegen, ja, oh, hast du gehört, der Sternzeichen und das Ding da, die passen nie zusammen. Und oh, da denke ich mir immer so, ja, total interessant. Ja, ich hoffe, es hat euch gefallen. Guckt unbedingt das Original an, checkt die Jungs ab und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, haut rein und tschüss.